Ich begrüße dich ganz herzlich auf deiner Yogamatte. Heute wollen wir unseren Energiefluss im Körper anregen und wollen ihn gleichzeitig harmonisieren. Wir brauchen für diese Yoga-Sequenz wieder zwei Yoga-Blöcke oder zwei dicke Kissen und ein kleines Kissen, ein kleines Polster. Eure Decke für die Anfangs- und Schlussentspannung. Und dann könnt ihr euch in die Rückenlage begeben, in eure Rückenentspannungslage, in Shavasana. Und spürt jetzt schon in den Körper hinein, wollt ihr lieber die Füße vom Gesäß aufstellen oder die Beine ausstrecken. Wenn ihr die Beine ausstreckt, nehmt sie hüftbreit auseinander, Füße fallen ganz locker nach außen. Und nehmt die Arme so weit vom Körper weg, dass die Handflächen leicht nach oben schauen. So können sich die Schultern gut entspannen. Und dann nehmt mit eurem Körper ganz bewusst den Kontakt zur Erde auf. Die Erde, die euch trägt, ganz zuverlässig. Und spürt in die Berührungspunkte, in die Berührungsflächen hinein. Geht mit eurer Wahrnehmung zu den Füßen, spürt die Fersen oder Fußsohlen am Boden. Nehmt die Beinrückseiten wahr, die Waden, Rückseite, Oberschenkel. Nehmt beide Gesäßhälften am Boden wahr. Spürt in den Rücken hinein, wo genau spürt ihr den Kontakt zu eurer Matte? Und wandert langsam den Rücken hinauf. Spürt die Schulterblätter, die Schultern am Boden. Nehmt ganz bewusst eure Arme, eure Hände wahr. Und den Hinterkopf. Spürt nochmal in den ganzen Körper hinein. Füße, Hände, Hinterkopf. Und dann geht mit eurer Wahrnehmung in die rechte Körperhälfte hinein. Die rechte Körperhälfte, die der Sonnenseite zugewandt, eure Haarseite. Wir machen Hatha-Yoga. Ha, die Sonne. Und geht mit eurer Wahrnehmung zu dem rechten Fuß, dem rechten Bein, die rechte Hüfte, Gesäßhälfte, die rechte Seite des Rückens, bis hoch zum rechten Schulterblatt, rechte Schulter. Nehmt den rechten Arm wahr, die rechte Hand, die rechte Halsseite, die rechte Seite vom Kopf, mit der Wange, dem rechten Ohr, dem Auge, rechte Seite der Stirn. Bleibt ganz bei eurer rechten Körperhälfte. Und atmet ganz bewusst über das rechte Nasenloch ein und aus. Einfach nur, weil ihr mit der Konzentration auf der rechten Seite bleibt. Atmet ruhig und tief. Und dann löst euch langsam von der rechten Körperhälfte und wandert in die linke Körperhälfte hinein. Das Ta von unserem Hatha, unsere Mondseite, eher ruhige, passive Seite. Und geht mit eurer Wahrnehmung zu dem linken Fuß, dem linken Bein. Linke Gesäßhälfte und Hüfte. Linke Seite des Rückens bis hoch, linke Schulterblatt, linke Schulter.
der linke Arm, die linke Hand, die linke Halsseite und die linke Kopfseite mit der Wange, dem linken Ohr, dem Auge und der linken Seite der Stirn. Und jetzt atmet ganz bewusst vor allem über das linke Nasenloch ein und aus. Einfach, weil ihr mit eurer Wahrnehmung dort seid, fließt die Energie, fließt der Atem jetzt vor allen Dingen durch das linke Nasenloch ein und aus. Noch 2, 3 Atemzüge. Ganz ruhig, ganz tief fließt der Atem. Und dann löst euch auch wieder von der linken Körperhälfte und atmet ganz bewusst durch beide Nasenlöcher ein und aus. Verbindet die beiden Seiten des Körpers wieder miteinander. Spürt, wie der Atem durch beide Nasendurchgänge in den Körper hineinströmt und den Körper über beide Nasendurchgänge wieder verlässt. Die beiden Nasendurchgänge, 2 wichtige Energiekanäle im Yoga. Die rechte Seite, unsere aktive Seite, die linke Seite, unsere ruhige, passive Seite. Ja, und wir schaffen Ausgleich zwischen diesen beiden Seiten, sodass wir im wahrsten Sinne des Wortes ausgeglichen sind. Und um das noch zu unterstützen, wollen wir noch unsere diagonale Atemlenkung üben. Dafür könnt ihr das rechte Bein vom Körper aufstellen. Und streckt den rechten Arm nach hinten aus. Rechter Arm ist ausgestreckt und das linke Bein. Legt die linke Hand auf den Bauchraum. Dann geht mit eurer Wahrnehmung zu der rechten Hand. Und stellt euch vor, ihr würdet über die rechte Hand einatmen. Rechte Hand, rechter Arm. Atmet tief in euren Bauchraum. Und ausatmend atmet über das linke Bein den linken Fuß aus. Und wenn der nächste Einatem kommt, atmet ihr wieder über den linken Fuß das linke Bein ein. Wieder tief in den Bauchraum. Und ausatmend über den rechten Arm die rechte Hand. Macht das in eurem eigenen Atemrhythmus noch 3, 4 Mal und verbindet so ganz bewusst die rechte Körperhälfte mit der linken und die linke mit der rechten. Spürt bei jeder Einatmung, wie der Bauchraum, euer Energiezentrum, weit wird in eurer Handfläche und lasst den Atem dann diagonal wieder ausströmen. Und bei jeder Ausatmung lasst los, entspannt den Körper. Und wenn ihr das nächste Mal tief ausgeatmet habt, dann stellt den linken Fuß wieder vom Gesäß auf. Nehmt den Arm zurück zum Körper, nehmt die Arme etwas vom Körper weg und spürt nach, wie fühlt sich der Körper jetzt an? Und dann streckt das rechte Bein aus und den linken Arm nach hinten. Legt die rechte Hand auf den Bauchraum und geht mit eurer Wahrnehmung in die linke Hand hinein. Stellt euch vor, ihr würdet über die linke Hand den linken Arm tief in den Körper hineinatmen und atmet ganz lange und tief über das rechte Bein den rechten Fuß wieder aus.
Und wenn der nächste Einatmung kommt, atmet ihr über den rechten Fuß das rechte Bein ein, wieder tief in den Bauchraum. Und atmet ganz lange und tief über den linken Arm, die linke Hand aus. Verbindet die linke Körperhälfte mit der rechten und umgekehrt. Und macht auch das noch 3-4 Mal in eurem eigenen Atemrhythmus. Bleibt ganz achtsam, bleibt konzentriert. Bleibt bei eurem Körper, bei eurer Atmung und spürt hinein, wie fühlt sich das an? Und wenn ihr das nächste Mal tief ausgeatmet habt, dann stellt ihr den rechten Fuß wieder auf. Nehmt den linken Arm zurück, nehmt die Arme wieder etwas vom Körper weg, legt sie am Boden ab, Handflächen zeigen nach oben und dann spürt nochmal in den Körper hinein. Wie fühlt er sich jetzt an? Wo fließt der Atem jetzt hin? Und vielleicht spürt ihr schon etwas von diesem Ausgleich, den ihr gerade geschaffen habt. Im Alltag ist es oft so, dass wir entweder durch die Gegend wuseln, voller Energie, oder wir sind vielleicht auch etwas ruhig und träge, sitzen auf dem Sofa, essen Chips. Und hier schaffen wir Ausgleich zwischen unserer aktiven und unserer passiven Seite, sodass wir eine wache Ruhe spüren und eine ruhige Wachheit. Und wenn ihr jetzt die Decke noch über euch liegen habt, dann könnt ihr sie zur Seite legen. Bleibt aber in der Rückenlage. Und streckt dann die Beine aus. Nehmt die Beine etwas weiter auseinander. Bei mir ist es mattenbreit, je nachdem wie breit eure Matte ist, und dann lasst ihr den rechten Fuß dort, wo er jetzt ist, und legt den linken Fuß über den rechten. Achtet darauf, dass sich jetzt die linke Gesäßhälfte nicht hebt, dass ihr jetzt nicht so zur Seite rutscht, sondern schön mit dem Gesäß auf dem Boden bleibt. Und dann wandert ihr mit der rechten Schulter nach rechts, mit dem Kopf nach rechts, nehmt die Arme über den Kopf nach hinten, vielleicht können die Finger so ineinander greifen. Und kommt in den liegenden Halbmond. Dann geht mit eurer Wahrnehmung ganz in die linke Körperhälfte hinein. Eure ruhigere, passivere Seite. Atmet tief in den Bauch ein und ausatmend stellt euch vor, der Atem, die Energie strömt in die Flanke hinein, in die linke Seite. Hüfte, Taille, Achselhöhle, bis hoch zur linken Halsseite. Atme tief in den Bauch ein und ausatmend. Lass die Energie in die linke Seite hineinströmen. Öffnet diesen Atemraum. Lasst auch bei jeder Ausatmung wieder los. Lasst los in der linken Gesäßhälfte, lasst los in der linken Schulter. Genießt diese Dehnung. Nur noch 3-4 Atemzüge. Immer wieder tief einatmen. Noch einmal. Und wenn der nächste Einatmen kommt, stellt ihr die Füße wieder vom Gesäß auf, nehmt die Arme zurück zum Körper, wandert wieder zur Mitte, stellt beide Füße auf, legt den unteren Rücken nochmal schön am Boden ab und spürt hinein, spürt in die linke Seite hinein.
Na, wie fühlt sich der Bereich jetzt an, auch im Vergleich zu der rechten Seite, die wir noch nicht geöffnet und gedehnt haben? Und wenn der nächste Ausatem kommt, streckt ihr die Beine wieder aus, nehmt sie wieder weiter auseinander, vielleicht mattenbreit. Legt den rechten Fuß über den linken, wandert mit der linken Schulter nach links, mit dem Kopf nach links. Nehmt die Arme wieder über den Kopf nach hinten. Schaut, vielleicht berühren sich die Hände oder die Hände greifen ineinander. Lasst jetzt die rechte Gesäßhälfte auf den Boden fließen. Und geht mit eurer ganzen Wahrnehmung in die rechte Seite hinein. Na, eure aktive Seite, der Sonne zugewandte Seite. Atmet wieder tief in den Bauch ein. Und ausatmend lasst die Energie in die rechte Seite strömen. Hüfte bis hoch, Achselhöhle. Rechte Halsseite, ne? Vielleicht spürt ihr hier auch noch die Dehnung. Atmet tief in euer Bauchraum, in euer Energiezentrum ein und ausatmend strömt die Energie in die rechte Körperhälfte. Lasst wieder los, beide Gesäßhüften. Lasst in der rechten Schulter los, ne? Die darf Richtung Boden oder auf den Boden sinken. Und genießt die Öffnung der ganzen rechten Seite. Noch 3, 4 Atemzüge. Tief in den Bauch ein und ganz entspannt in die rechte Seite ausatmen. Entspannt auch euer Gesicht bei jeder Ausatmung, die Augen. Und wenn ihr das nächste Mal tief ausgeatmet habt, dann stellt einatmen die Füße wieder vom Gesäß auf, wandert zur Mitte zurück, nehmt die Arme wieder vom Körper weg, Handflächen zeigen nach unten, legt den Rücken nochmal schön am Boden ab und spürt in den Körper hinein. Wo fließt jetzt euer Atem hin? Vielleicht habt ihr das Gefühl, der Atem, der strömt immer noch in die Seiten hinein. Jetzt haben wir die Körperseiten geöffnet. Jetzt wollen wir auch noch die Körpervorderseite öffnen und die Körperrückseite. Dafür stellt die Füße nah ans Gesäß, hüftbreit. Nehmt die Arme neben den Körper, Handflächen zeigen nach unten. Wir wollen in die Schulterbrücke hineingehen. Dafür nehmt ihr einatmend die Arme über den Kopf nach hinten, atmet aus, legt die Arme am Boden ab. Einatmend hebt das Gesäß weit Richtung Decke. Tief einatmen und ausatmen, legt ihr erst den Rücken Wirbel für Wirbel am Boden ab. Wenn das Gesäß am Boden ist, folgen die Arme zurück zum Körper. Einatmen, nehmt die Arme über den Kopf nach hinten. Ausatmend, Arme ablegen. Einatmend hebt das Gesäß Richtung Decke, soweit es heute für euch geht. Ausatmend legt den Rücken langsam ab, Wirbel für Wirbel, wie so eine Perlenschnur am Boden. Und dann kommen die Arme wieder zurück zum Körper. Einatmend, Arme über den Kopf nach hinten, Arme ablegen, ausatmend. Einatmend, hebt das Gesäß, bleibt, atmet, drückt die Füße fest in den Boden, kraftvolle Füße, Beine, spürt die Schultern in der Schulterbrücke, Kinn Richtung Brust, Brust Richtung Kinn und tief atmen. Und bei der nächsten Ausatmung legt ihr wieder langsam den Rücken ab.
nehmt die Arme wieder zurück zum Körper. Und noch einmal einatmend, die Arme über den Kopf nach hinten ausatmen, die Arme ablegen. Einatmend, hebt das Gesäß, atmet weiter. Na, ihr könnt auch mal zu eurem Bauch schauen. Einatmen wird der Bauch ganz weit und ausatmen sinkt der Bauch wieder etwas nach unten. Und ihr bleibt kraftvoll in der Haltung. Spürt die Weite an der Körpervorderseite. Spürt die Kraft an der Körperrückseite. Noch 2, 3 Atemzüge. Na, vielleicht hebt sich auch der Brustkorb noch etwas weiter. Die Füße immer noch fest auf dem Boden gedrückt, ganz kraftvoll. Noch einen tiefen Atemzug. Und bei der nächsten Ausatmung legt ihr den Rücken wieder langsam am Boden ab. Wirbel für Wirbel ablegen. Bis das Gesäß am Boden ist, dann nehmt ihr die Arme wieder zurück zum Körper. Nehmt sie etwas vom Körper weg, Handflächen zeigen nach oben. Und spürt nach, wo fließt jetzt der Atem hin? Wie viel Weite spürt ihr jetzt an der Körpervorderseite? Brustraum, Bauchraum? Und dann könnt ihr die Arme in Schulterhöhe ausbreiten. Wir wollen gleich in unser dynamisches Krokodil hineingehen, in unsere Drehbewegung. Einatmend hebt ihr die Füße etwas vom Boden an und ausatmend lasst ihr die Knie nach rechts sinken, den Kopf nach links. Einatmend kommt ihr zur Mitte, ausatmend dreht nach links, Kopf nach rechts. Einatmend zur Mitte, ausatmend drehen. Na, wir haben die Drehung im unteren Rücken und wir haben die Drehung, kleine Massage, in den Bauchorganen. Na, das spürt ihr vielleicht auch, wenn ihr in die Drehung hineingeht. Kleine Bauchmassage, na, ganz wichtig für unsere Verdauung. Unsere Verdauung wiederum ist ganz wichtig für unser gutes Immunsystem. Und so gehen wir auf jeder Seite noch einmal in die Drehung hinein. Na, nehmt euch Zeit, macht es langsam. Umso mehr hat der Körper davon. Na, umso eher kommt ihr in das Spüren hinein. Na, lasst diese Haltung, diese Asanas nicht automatisch ablaufen, na, sondern spürt wirklich in den Körper hinein. Und dann kommt wieder langsam zur Mitte. Umfasst die Knie, könnt ihr den Rücken mal so ein bisschen massieren, ein bisschen hin und her schaukeln, kreisende Bewegung, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und dann kommt auf eure Art hoch zum Sitzen. Entweder ihr umfasst ein Knie, kommt mit Schwung hoch oder auch über die Seite, so wie es für euch heute Morgen besser ist. Dann könnt ihr eure Strümpfe ausziehen, falls ihr noch welche anhabt. Und kommt in den Vierfüßler. Legt eure Hilfsmittel erstmal zur Seite, dass sie euch nicht im Weg sind. Kommt in den Vierfüßler und bevor wir jetzt einige Asanas, einige Körperhaltung im Vierfüßler machen, wollen wir unsere Handgelenke ein bisschen stärken. Na, das ist oft eine ungewohnte Haltung der Vierfüßler für unsere Hände, Handgelenke. Und so macht zunächst mal Fäuste. Bei der nächsten Ausatmung kommt ihr mit der Nasenspitze auf eure Matte. Einatmen, drückt ihr euch kraftvoll nach oben. Ausatmend auf die Matte. Jawohl, das machen wir jetzt noch einige Male.
könnt es gerne mit der Atmung verbinden. Ne? Ausatmen nach unten, einatmen drückt ihr euch kraftvoll nach oben. Na, und so stärken wir unsere Handgelenke, unsere Arme, auch unsere Schultern haben noch was davon. Wunderbar, gerade wenn wir länger im Vierfüßler bleiben. Na, gehen wir noch dreimal in diese kleine Liegestütze hinein. Jawohl. Dann könnt ihr euch mal nach hinten setzen und kräftig ausschütteln. Locker, locker, locker. Dann wollen wir die Handgelenke noch etwas dehnen. Das heißt, ihr streckt den rechten Arm aus, nehmt die Finger der rechten Hand und zieht sie so ein bisschen nach hinten. Dann spürt ihr hier wunderbar, wie sich hier was öffnet durch diese Dehnung. Drei, vier Atemzüge halten. Und dann wollen wir die andere Seite auch noch öffnen. Na, zieht die Finger so weit zu euch ran, wie es jetzt für euch passt. Achtet immer auf euch. Na, spürt auch immer wieder in eure Grenzen hinein. Und dann nochmal kräftig ausschütteln. Und dann machen wir noch eine Drehbewegung. Das heißt, ihr nehmt die Handrücken aneinander. Die Finger zeigen zunächst zum Brustbein und dann dreht ihr die Hände nach vorne und über das Brustbein in die andere Richtung. Genau. Dann haben wir auch nochmal eine wunderbare Bewegung, Handgelenke, Arme, Schultern. Vergesst das Atmen nicht, immer schön weiteratmen dabei. Oh, noch zwei Umdrehungen. So, jetzt sind wir gut vorbereitet für unseren Vierfüßler. Nochmal kräftig ausschütteln. Und dann kommt ihr in den Vierfüßler hinein. Ja, die Hände schulterbreit, Finger so ein bisschen auffächern, Knie sind hüftbreit. Und dann gehen wir zunächst in unsere Katze hinein, den Rücken ein bisschen durchbewegen, einatmend, hebt den Blick, lasst den Bauchnabel nach unten sinken und ausatmend schaut ihr zum Bauchnabel ganz rund werden. Einatmen, schön strecken, weiter an der Körpervorderseite und ausatmend weiter an der Körperrückseite. Ja, noch zwei, dreimal. Ausatmen. Ne? Den Bauchnabel könnt ihr richtig einziehen. Und einatmend streckt ihr den Bauchnabel nach unten Richtung Erde. Noch einmal. Jawohl. Dann kommt wieder in die neutrale Haltung. Setzt die rechte Hand vor die linke. Ausatmend lasst euch nach hinten gleiten, soweit das jetzt für euch geht. Ganz gestreckte rechte Seite. Einatmend, kommt wieder in den Vierfüßler, wechselt die Hände und lasst euch wieder nach hinten gleiten. Die linke Seite jetzt wunderbar geöffnet und gedehnt. Einatmend, wieder nach oben, wechselt die Hände. Ausatmend, lasst euch nach hinten gleiten. Der Kopf ist entspannt dabei. Einatmend, nach oben, Hände wechseln. Ausatmend, linke Seite öffnen und dehnen. Einatmend, Vierfüßler, Hände wechseln. Na, jede Seite noch einmal. Noch einmal in den Vierfüßler, noch einmal die Hände wechseln. Und nochmal ganz genüsslich in diese Dehnung hineingehen. Einatmend, kommt wieder in den Vierfüßler. Wenn der nächste Einatem kommt, macht ihr mit dem rechten Arm einen großen Bogen und setzt die Hand auf die Pobacke. Na, der Blick geht so ein bisschen mit nach rechts und ihr atmet tief. Sehr wahrscheinlich spürt ihr jetzt so ein
kleines Hindernis. Ne? Der große Atemmuskel, das Zwerchfell, ist jetzt gedreht. Ja, und das ist wie so eine kleine Blockade. Und versucht mal trotzdem tief zu atmen. Jawohl, lass den Atem tief fließen. Die rechte Schulter, die will so ein bisschen nach hinten. Ihr öffnet euch im Brustraum und lasst Weite entstehen. Und mit der nächsten Ausatmung kommt ihr langsam wieder zurück. Lasst euch mal nach hinten gleiten und spürt für einen Moment, wie der Atem richtig in den Körper hineinschießt, nachdem ihr die Drehung wieder aufgelöst habt. Und bei der nächsten Einatmung kommt wieder in den Vierfüßler. Einatmen beschreibt mit der linken Hand einen großen Bogen, linke Hand auf linke Pobacke. Die linke Schulter strebt jetzt nach hinten, der Blick geht so ein bisschen mit. Und ihr seid jetzt wieder in dieser Drehbewegung, Zwerchfell gedreht. Und ihr atmet wieder tief, ne, gegen diese kleine Drehung an. Na, die rechte Hand ist ganz fest, stabil, kraftvoll am Boden. Noch 2, 3 Atemzüge. Tief atmen. Und wenn der nächste Ausatem kommt, kommt ihr langsam wieder aus der Haltung heraus. Lasst euch nochmal nach hinten gleiten und spürt und genießt nochmal, wie der Atem jetzt in den Körper hineinströmt. Ja, mit jeder Einatmung fließt Energie, Prana in den Körper und versorgt uns mit allem, was wir so brauchen. Im Alltag, da wird der Atem gerne ein bisschen flach, ein bisschen unrund. Und jetzt können wir den Atem wieder genießen und tief fließen lassen. Und bei der nächsten Einatmung kommt ihr wieder in den Vierfüßler. Dann wollen wir noch in eine Drehung hineingehen. Einatmen, streckt den rechten Arm nach oben und ausatmen, taucht unter dem linken Arm durch, legt Arm, Schulter, Kopf am Boden ab. Einatmend, macht euch wieder ganz weit, schaut der Hand hinterher und ausatmend, durchschieben, ablegen. Einatmend, weit werden. Und ausatmend ablegen. Der linke Ellbogen strebt Richtung Decke. Und noch einmal. Einatmend weit und ausatmend ablegen. Bleibt 2, 3 Atemzüge. Lass die rechte Schulter in den Boden fließen. Auch hier haben wir wieder die Drehung. Vielleicht spürt ihr das auch. Euer Zwerchfell wieder gedreht und ihr öffnet euch im Brustraum. Einatmend kommt ihr wieder zurück in den Vierfüßler. Und wenn der nächste Einatem kommt, streckt den linken Arm nach oben. Ausatmend taucht unter dem rechten Arm durch. Legt Arm, Schulter und Kopf ab. Einatmend macht euch wieder ganz weit. Ausatmend durchschieben, in die Drehung hineingehen, ablegen. Einatmen. Weit werden, ausatmend, ablegen. Und noch einmal, einatmen und ausatmend. Durchschieben, ablegen, bleibt nochmal 2, 3 Atemzüge. Der rechte Ellbogen strebt Richtung Decke. Wir öffnen uns wieder im Brustraum, atmen tief gegen diesen kleinen Widerstand an. Und bei der nächsten Einatmung kommt ihr wieder in den Vierfüßler. Lasst euch nochmal nach hinten gleiten und spürt wieder für ein paar Atemzüge
nach. Oh, wie fühlt sich der obere Rücken an? Wo fließt der Atem hin? Bei der nächsten Einatmung kommt ihr wieder in den Vierfüßler und dann könnt ihr euch eure Blöcke schon mal vorne auf die Matte legen. Ne? Genau, die können wir gleich gut gebrauchen. Kommt wieder in den Vierfüßler, hebt nochmal den Blick, einatmend. Ausatmend stellt die Zehen auf, schiebt das Gesäß nach hinten und oben und kommt in den Hund. Und im Hund, ne, schiebt ihr euch mit den Händen so richtig schön nach hinten, hebt ihr abwechselnd die Fersen. Eine Ferse sinkt Richtung Boden oder auf den Boden. Und die andere Ferse hebt ihr so weit nach oben, ne, dass ihr so richtig in die Zehengelenke hineingeht. Und macht es wieder langsam, ganz langsam. Der Bauchraum entspannt sich im Hund, der Atem fließt ruhig und tief und kraftvoll. Ne, je kraftvoller eine Haltung, eine Asana ist, umso tiefer und kraftvoller darf auch der Atem fließen. Jawohl, noch 2, 3 Atemzüge. Das Gesäß, das will nach hinten und der Brustkorb will zwischen den Schultern durch Richtung Boden. Und wenn der nächste Einatem kommt, kommt ihr wieder in den Vierfüßler. Nehmt euch auch euer kleines Polster, legt es unter das rechte Knie, kommt in den Vierfüßler. Und holt den linken Fuß nach vorne. Jetzt könnt ihr eure Blöcke gut gebrauchen für unseren Sprinter. Schaut, dass der Unterschenkel senkrecht ist, ne, dass er euer Knie nicht überdehnt. Hm. Ihr könnt die Blöcke entweder hinlegen oder hinstellen, ne, so wie es jetzt für euch passt. Hebt das Kinn etwas an. Ihr könnt gern die Augen schließen dabei. Das hat immer den Vorteil, dass wir gut in den Körper hineinspüren können, dass wir nicht abgelenkt werden, ne, von dem, was um uns herum passiert. Atme tief in die rechte Seite. Spürt die Dehnung, Hüfte, Leistengegend, bis hinunter in den Oberschenkel. Noch 2 Atemzüge. Und dann könnt ihr die Augen öffnen und bei der nächsten Einatmung hebt ihr den Oberkörper an, holt den linken Fuß wieder etwas zurück, dass ihr stabil steht, schiebt das Steißbein Richtung Boden. Ne, dann spürt ihr eine deutliche Dehnung im rechten Oberschenkel. Ne, so schützen wir unseren Rücken. Richtet euch gut auf, groß werden. Tief ein- und ausatmen. Und dann nehmt die rechte Hand an die Außenseite vom linken Oberschenkel. Einatmen, streckt den linken Arm nach oben. Und ausatmend öffnet ihr euch. Dann könnt ihr entweder den Arm so ausgestreckt lassen oder ihr könnt den Oberschenkel greifen. Und dann sind wir wieder in dieser Drehbewegung. Wir massieren unsere Bauchorgane. Wir öffnen uns im Brustraum. Und es macht gar nichts, wenn das so ein bisschen wackelt. Die Muskulatur hält uns. Tief atmen. Noch 2, 3 Atemzüge. Schenkt euch auch immer mal wieder ein Lächeln. Das entspannt den Körper. Und wenn der nächste Einatmen kommt, streckt ihr den linken Arm wieder nach oben, dreht euch zur Mitte zurück, nehmt den Arm nach unten, wandert mit eurem Fuß wieder nach vorne zwischen eure Blöcke
und kommt nochmal in den Sprinter. Richtet euch auf, wieder groß werden. Tief atmen. Und bei der nächsten Ausatmung kommt ihr aus der Haltung heraus, kommt wieder in den Vierfüßler und aus dem Vierfüßler schiebt ihr euch wieder in den Hund hinein. Und auch hier wieder abwechselnd die Fersen vom Boden heben. Ja, wieder richtig schön in die Zehengelenke hineingehen. Der Brustkorb, ne, der strebt Richtung Boden. Die Hände ganz stabil und kraftvoll am Boden. Jawohl. Entspannt Beckenraum, Hüften. Entspannt den Bauchraum. Entspannt den Kopf, das Gesicht. Und bei der nächsten Einatmung kommt ihr wieder in den Vierfüßler. Nehmt euer Polster auf die andere Seite. Linkes Knie. Kommt mit dem rechten Fuß nach vorne zwischen eure Blöcke. Richtet euch gut auf. Der Blick geht wieder nach vorne. Könnt aber auch gern die Augen wieder schließen und in den Körper hineinspüren. Spürt zur linken Hüfte, linke Leiste. Und atme tief dorthin. Na, dort, wo unsere Aufmerksamkeit ist, dort strömt die Energie hin. Und dann könnt ihr die Augen öffnen, einatmend richtet euch auf, holt den rechten Fuß etwas ran. Schiebt das Steißbein nochmal nach unten, sodass ihr jetzt eine deutliche Dehnung im linken Oberschenkel spürt. Richtet euch auf, groß werden. Nehmt die linke Hand, Außenseite rechter Oberschenkel, einatmend, streckt euch nach oben und ausatmend öffnet ihr euch wieder. Entweder ihr lasst den Arm so ausgestreckt oder ihr greift mit der Hand an den Oberschenkel. So wie es jetzt für euch passt. Jawohl. Und atmet ruhig und tief. Auch hier schenkt euch nochmal ein Lächeln. Umso leichter könnt ihr diese Asanas halten, umso entspannter könnt ihr bleiben in eurer Kraft. Noch zwei, drei Atemzüge. Spürt wieder die Drehung im Bauchraum, spürt die Öffnung im Brustraum. Einatmend, nehmt den Arm nach oben, dreht euch wieder nach vorne. Wandert mit dem rechten Fuß wieder zwischen die Blöcke. Kommt in den Sprinter. Noch zwei, drei Atemzüge. Und wenn der nächste Ausatem kommt, kommt ihr langsam wieder aus der Haltung raus und schiebt euch nochmal ausatmend in den Hund als Ausgleich. Und nochmal abwechselnd die Fersen vom Boden heben. Lasst den Brustkorb wieder Richtung Boden sinken. Kopf ist entspannt. Könnt auch mal so ein bisschen lockern den Kopf. Gesicht entspannt. Und der Atem fließt tief. Und dann könnt ihr euer Polster wegnehmen, wenn es noch unter euch liegt. Und bei der nächsten Einatmung kommt ihr langsam nach vorne gewandert. Hier könnt ihr eure Blöcke wieder gut gebrauchen für die Vorbeuge. Stellt euch die Blöcke so hin, dass die Beine gestreckt bleiben können. Nun, das kann sein, dass ihr die Blöcke aufstellt oder ihr legt sie hin oder ihr braucht gar keine Blöcke. Nun, das macht ihr so, wie es jetzt für euch passt. Atmet tief ein.
Das Gesäß, das zieht euch so ein bisschen nach oben Richtung Decke und ausatmend sinkt der Kopf Richtung Boden. Noch 3, 4 Atemzüge. Einatmend. Spürt die Dehnung in den Beinrückseiten und ausatmen, spürt, wie der Rücken immer länger wird nach unten. Nacken entspannt, Kopf entspannt. Und wenn der nächste Einatem kommt, beugt ihr die Knie leicht an, hebt den Blick, kommt mit geradem Rücken nach oben. Macht euch nochmal ganz lang nach oben. Ausatmend, lasst die Arme sinken und kommt in eurer Berghaltung an. Die Füße sind hüftbreit, die Knie sind durchlässig, Steißbein Richtung Boden schieben. Nehmt mal die Schultern einatmend hoch zu den Ohren und ausatmend, lasst sie nach hinten und unten sinken. Der Berg, ne, ganz stabil, ganz kraftvoll. Und wenn ihr die Augen geschlossen habt, könnt ihr sie jetzt öffnen. Dann könnt ihr eure beiden Blöcke nehmen, kommt in eine weite Grätsche und stellt die Blöcke am besten erstmal so übereinander zum rechten Fuß. Wir wollen gleich in eine Abfolge hineingehen. Einmal die seitliche Dehnung und dann in das Dreieck und das gedrehte Dreieck. Dafür dreht ihr den Fuß, den rechten, nach außen. Nehmt die Hände erstmal in die Hüften. Beugt das rechte Knie. Und dann nehmt ihr mal die rechte Hand und schiebt das rechte Knie noch etwas weiter nach hinten. Ich nehme noch mal die Blöcke weg, dann seht ihr, ja, wie hier das Fußgewölbe zu sehen ist. Ja. Und so sollte das bei euch auch sein. Ne? Lasst das Knie nicht nach innen kippen. Ne? Dann seht ihr auch, wie der Fuß automatisch nach innen kippt und ihr habt das Knie total verdreht. Ne? Schiebt es schön nach außen, die Hüfte bleibt ganz gerade. Ne? Die rechte Hüfte, die will immer so ein bisschen mit nach rechts, holt sie wieder zurück. Dann legt den rechten Unterarm auf dem rechten Oberschenkel ab. Vielleicht wollt ihr mit dem linken Fuß noch etwas weiter nach links wandern. Einatmen, streckt den linken Arm nach oben und dann geht der Arm zum Ohr und das Ohr geht zum Arm. Und tief atmen. Der Blick, der geht eher Richtung Decke oder Richtung Himmel. Einatmend. Na, ziehen die Finger euch noch ein bisschen weiter nach rechts. Ihr öffnet die ganze linke Körperhälfte. Und ausatmen bleibt. Schenkt euch auch hier wieder ein Lächeln. Na, auch in anstrengender, gerade in anstrengenden Asanas hilft uns das Lächeln, in den Haltungen entspannt zu bleiben. Und mit der nächsten Einatmung streckt ihr euch nochmal zur Decke. Ausatmend lasst den Arm sinken. Und dann könnt ihr eure Blöcke wieder zum Fuß schieben, wenn sie da weggerutscht sind. Einatmen, streckt die Arme aus, lasst die Schultern unten. Die Schultern, die streben meistens dann zu den Ohren hoch. Dann lasst sie wieder nach unten sinken. Bei der nächsten Ausatmung kommt ihr mit der rechten Hand auf eure Blöcke und der linke Arm geht nach oben zur Decke. Und ihr schaut in die geöffnete Handfläche hinein. Beide Beine sind gestreckt, beide Füße kraftvoll auf dem Boden. Die rechte Hand gibt euch Stabilität und die linke Hand wächst Richtung Himmel. Und dort geht auch der Blick hin.
Tief atme und wieder lächeln. Ruhig noch 2, 3 Atemzüge. Und wenn der nächste Einatem kommt, das rechte Knie leicht beugen, kommt wieder nach oben. Ausatmend, lass die Arme sinken. Und 2, 3 Atemzüge bleiben. Und dann wollen wir noch in das gedrehte Dreieck hineingehen und achtet hierbei nochmal auf euren Bauchraum, wie ihr eure Bauchorgane nochmal schön massiert. Einatmen, streckt die Arme wieder in Schulterhöhe aus. Schultern bleiben unten. Und ausatmend kommt ihr mit der linken Hand auf eure Blöcke und der rechte Arm geht nach oben zur Decke. Und ihr schaut wieder in eure geöffnete Handfläche hinein. Wenn ihr die Blöcke lieber hinstellen wollt oder auch einen Block wegnehmen, ne, das könnt ihr ganz so machen, wie das heute für euch passt. Beide Beine sollten gestreckt sein, sodass ihr viel Stabilität spürt. Die rechten Finger, die streben Richtung Himmel und dort geht auch der Blick hin. Tief atmen und lächeln. Spürt, wie ihr mit der tiefen Bauchatmung eure Bauchorgane kräftig massiert in der Drehung. Und wenn der nächste Einatmen kommt, beugt ihr das rechte Knie. Kommt langsam aus der Drehung raus, streckt die Arme nochmal aus. Ausatmend, lasst die Arme sinken. Und dann könnt ihr mal in die Berghaltung kommen zum Nachspüren. Wie fühlt sich der Körper jetzt an? Wir haben die linke Körperhälfte gedehnt. Wir sind in das Dreieck hineingegangen, in das gedrehte Dreieck. Dann kommt nochmal in diese weite Grätsche. Nehmt euch eure Blöcke schon mal zum linken Fuß. Dreht den linken Fuß nach außen, linkes Knie beugen. Und jetzt genau wie auf der rechten Seite mit der Hand das Knie nochmal so ein bisschen nach außen drücken. Dann seht ihr wieder hier, wie Fußgewölbe entsteht im besten Falle. Genau, ganz wichtig für unsere Fußgesundheit, aber auch für unsere Kniegesundheit. Dann legt den linken Unterarm ab. Einatmen, streckt den rechten Arm nach oben. Ausatmen, geht der Arm zum Ohr und das Ohr geht zum Arm. Und die Finger der rechten Hand, die ziehen euch so ein bisschen nach links. Ganze rechte Seite wird gedehnt. Und tief atmen. Jawohl. Und lächeln. Genießt diese Öffnung der rechten Seite. Eure Sonnenseite. Noch 2 Atemzüge. Einatmend wollen die Finger noch etwas weiter nach links. Und wenn der nächste Einatmen kommt, streckt ihr den rechten Arm nach oben. Ausatmend, lasst den Arm sinken. Und 2, 3 Atemzüge bleiben. Und holt euch eure Blöcke so weit zum linken Fuß, dass ihr euch gleich gut abstützen könnt. Einatmen, breitet die Arme in Schulterhöhe aus. Und lasst die Schulter nochmal schön nach unten sinken. Bei der nächsten Ausatmung kommt ihr mit der linken Hand auf die Blöcke und der rechte Arm geht nach oben zur Decke. Und ihr schaut wieder in die geöffnete Handfläche hinein. Beine sind gestreckt, ganz stabil. Der linke Arm, linke Hand gibt euch Stabilität und der rechte Arm wächst Richtung Himmel. Und dort geht auch wieder euer Blick hin.
Tief atmen, lächeln. Und mit der nächsten Einatmung kommt, beugt ihr das linke Knie leicht an. Kommt aus der Haltung heraus, streckt die Arme noch mal in Schulterhöhe aus. Ausatmend, lasst die Arme sinken. Und zwei, drei Atemzüge bleiben. Und dann wollen wir noch in unsere Drehung hineingehen und auch hier noch mal das Augenmerk auf unserem Bauchraum. Einatmend. Streckt die Arme aus, ausatmen, kommt mit der rechten Hand auf die Blöcke und der linke Arm geht nach oben zur Decke. Der Blick geht mit. Ihr schaut wieder Richtung geöffnete Handfläche. Beide Beine ganz stabil und fest am Boden. Die rechte Hand gibt euch Stabilität auf den Blöcken. Und jetzt wächst der linke Arm Richtung Himmel und dort geht auch der Blick hin. Atmet tief und lächelt wieder. Spürt, wie die tiefe Bauchatmung eure Organe jetzt wunderbar massiert. Und wenn der nächste Einatem kommt, beugt das linke Knie leicht an, kommt aus der Drehung heraus, breitet die Arme noch mal in Schulterhöhe aus. Ausatmen, lasst die Arme sinken, dreht den Fuß, den linken nach vorne, nehmt eure Blöcke, legt sie vor euch hin. Einatmend noch mal die Arme ausbreiten und ausatmen, kommt ihr in die Vorbeuge, legt die Hände auf die Blöcke und dann könnt ihr richtig mal so ein bisschen wippen mit dem Oberkörper. Den Kopf mal mitnehmen, locker. Oh, das ist ja, ja und nein, nein. Nacken entspannen, Kiefergelenke ganz locker lassen. Schultern entspannen sich, der Rücken. Jawohl. Und noch einmal tief ausatmen. Und einatmen, beugt die Knie, Hände auf die Knie, hebt den Blick, kommt mit geradem Rücken nach oben. Dann könnt ihr die Beine mal kräftig ausschütteln, lockern. Und kommt dann in die Rückenlage. Eure Blöcke zur Seite legen, dass sie euch nicht stören. Und kommt direkt in die kleine Atemschaukel. Ausatmen, holt die Knie zum Körper. Und einatmen, schiebt sie wieder weg. Ausatmen, dranholen. Und einatmen, wegschieben. Macht das noch einige Male in eurem eigenen Atemrhythmus. Dann haben wir noch mal eine kleine Massage im unteren Rücken. Wird sanft gedehnt, Lendenwirbelsäule. Und wir haben auch hier, je nachdem, wie weit wir die Knie zum Körper holen, auch nochmal eine kleine Massage der Bauchorgane. Und genießt diese kleine Massage. Genießt diese kleine Bewegung im unteren Rücken nach diesen Drehbewegungen, die wir gemacht haben. Entspannt nochmal das Gesicht, Kiefergelenke, die oft so angespannt sind, weil die Zähne zusammenbeißen, uns irgendwo durchbeißen im Alltag. Diese angespannten Kiefergelenke, die sind oft auch Ursache für Nacken-, Schulter-, Rückenbeschwerden. Deswegen jetzt nochmal ganz locker lassen.
kann auch den Unterkiefer mal so ein bisschen hin und her bewegen, ne? Einfach hier entspannen. Noch ein Atemzug. Und dann könnt ihr euch für die Schlussentspannung einrichten. Ihr könnt euch wieder was anziehen, könnt die Decke über euch legen. Und spürt wieder in den Körper hinein. Wollt ihr lieber die Füße vorm Gesäß aufstellen, kann sich der untere Rücken dann besser entspannen. Oder wollt ihr die Beine ausstrecken? Wenn ihr die Beine ausstreckt, dann nehmt sie mindestens hüftbreit auseinander, Füße fallen locker nach außen. Nehmt die Arme wieder so weit vom Körper weg, dass die Handflächen leicht nach oben schauen. Auch hier spürt hinein, ne? Wie weit wollt ihr die Arme wegnehmen? Wann wird es wirklich angenehm in den Schultern? Wann könnt ihr hier loslassen? Und spürt in den Körper hinein, wie fühlt er sich jetzt an? Wir haben die Energien wieder zum Fließen gebracht. Wir haben den Körper harmonisiert. Wir haben unser Energiezentrum massiert, unseren Bauchraum. Wir haben unser Zwerchfell aktiviert. Vielleicht spürt ihr das ein oder andere jetzt in der Rückenlage. Dann lasst den Atem jetzt so fließen, wie er fließen möchte. Beeinflusst ihn nicht mehr. Er kommt und geht, ganz selbstverständlich für euch. Und dann wollen wir noch gemeinsam durch den Körper wandern und die einzelnen Körperteile bitten, sich noch etwas mehr zu entspannen. Geht mit eurer Wahrnehmung zu den Füßen. Ich entspanne meine Füße. Meine Füße sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Beine. Meine Beine sind vollkommen entspannt. Ich entspanne mein Gesäß und meine Hüften. Mein Gesäß und meine Hüften sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Bauchraum. Mein Bauchraum ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen ganzen Rücken.
Mein Rücken ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Schultern. Meine Schultern sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Arme und meine Hände. Meine Arme und meine Hände sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Kiefergelenke. Meine Kiefergelenke sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen ganzen Körper. Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. Dann vertieft langsam euren Atem wieder. Atmet wieder tiefer in den Körper hinein und vertraut darauf, dass ihr etwas von der Kraft und Energie, aber auch von der Ruhe und Entspannung mitnehmt in euren Alltag. Fangt dann langsam an, euch zu bewegen. Füße, Hände. Vielleicht wollt ihr euch mal recken, mal strecken, mal gähnen, seufzen. Macht das, was euch jetzt gut tut. Vielleicht auch noch mal die Knie zum Körper holen, den unteren Rücken noch mal ein bisschen massieren. Und kommt dann langsam über die Seite hoch zum Sitzen. Kommt in einen aufrechten Sitz, könnt ihr gerne auch nochmal die Blöcke nehmen, euch auf einen Block setzen oder auf beide Blöcke setzen, sodass der Rücken sich gut aufrichten kann. Schließt die Augen und geht mit eurer Wahrnehmung nochmal zu euren Nasendurchgängen. Nehmt nochmal ein paar ganz bewusste Atemzüge. Spürt, wie der Atem etwas kühl durch die Nase in den Körper hineinströmt und den Körper über die Nase etwas wärmer wieder verlässt. Die Energie strömt durch beide Nasendurchgänge. Hatha, Sonne und Mond, Aktion und Ruhe.
Und dann nehmt die Handflächen vor eurem Herzen zusammen. Daumen berührt das Brustbein. Verneigt euch vor euch selbst. Und danke deinem Körper. Danke dir, dass du Zeit gefunden hast, Yoga zu üben. Und ich grüße das Licht in dir und mir. Namaste.